Eine kann man Hallo noch. und herzlich willkommen zurück hier beim Spätsommer-Event von Nitrado. Wir sind hier gerade in einen Vulkan Ein Freund hineingestiegen. kommt auf den Server. Das ist schön, dass er auf den Server kommt. Wir sind hier in Was? eine tiefe Höhle eingestiegen und graben uns hier gerade oder laufen hier gerade durch diese Stadt, die hier mitten in der Lava steht. Ich habe den Dominik gerade verloren. Der musste jetzt hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht mehr. Der Vulkan ist Ja, auf aber uns ich sehe dich. vorne. Wo bist du denn? Ich. Bist ganz nah. Ich stehe hier vor dieser einen Hütte. Ja, und du bist ganz nah. Also. Aber wo? Bist du irgendwie den Turm hochgegangen oder so? Nö. Hi. Okay. Also, da gibt's hier hinten noch ein Was weiß ich aus. Aber da hinten geht's auch doch weiter. Oh, okay. Hier geht's weiter. Ja, aber hier hinten geht's dann auch noch mal weiter. Sah zumindest so aus. Also in dem Haus hier ist nichts. Alter, nee, nicht wirklich, oder? Oh, Bibliothek. Wollen doch jetzt nicht ernsthaft, dass wir uns die Bibliothek anschauen. Och nö. Darauf habe ich jetzt mal so keinen Bock, scheiß Bibliothek mir anzuschauen. Bibliotheken sind super. Soll ich dir mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen? Ich war in der Mach mal. Berufsfachschule und wenn du da dich aus dem Unterricht verdrückt hast, dann sind die Lehrer in der Pause immer losgezogen in die Kneipen in der Nachbarschaft und haben geguckt, ob da Schüler sitzen. Ich habe mich auch verdrückt, aber mich haben sie nie gefunden. Weißt du warum? Ich habe mich in die Bibliothek verzogen. Okay. Ja, da hat nie ein Lehrer gesucht. Kein Lehrer ist auf die Idee gekommen, dass ein Schüler sich in die Bibliothek setzt, wenn er aus dem Unterricht verschwindet. So, hier geht's leider nicht weiter. Aber hier geht die Treppe hoch. Was? Das hast du wohl übersehen. Geht eine Treppe hoch. Du bist ah, so blind. Die war eben nicht hier. Doch, die war schon da. Nein, die war hier eben nicht. Die habe ich gerade. Ich habe einen Knopf gedrückt, dann hat die sich ausgefahren. Wollen wir Das wäre uns hier doch nach nicht. unten fallen lassen? Oh. Oh, das sieht da geil aus. Alter, dieses Netherportal hier schaut total geil aus. Ne, ah, Nether. Hey, aber hier ist ein Tor. Oh, okay. Wo bist du hingekommen? Drück mal den Knopf. Lohnt sich's oder soll ich es nicht machen? Pff, es lohnt sich. Also, es hat sich nicht gelohnt. Wir hätten eigentlich da unten eh nichts mehr finden können. Ich wollte doch durch dieses Tor noch durchfallen. Du Affe, Mensch. Dann komm mit, Mann. Das Nein, wirst du jetzt. jetzt wohl auch überleben. Nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, also, da hättest du doch sagen können: Nee, lass mal, mach mal lieber was anderes. Bin schon wieder blind. Ich wollte mich durch Bilde dieses dich Tor noch nicht. durchfallen lassen. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt eh nichts gebracht, wenn du genau bei mir gestanden wärst. Ich lasse mich jetzt durch das Tor durchfallen, egal was du sagst. Wäre ich nur mit den anderen mitgegangen, falsche Chords. Was? Steht hier. Was? Nein! Nein! Ach, nö. Glaub's nicht. Was denn? Wo bist du denn? Beim Kanonier. Wo ist der? Hier, wo ich bin. Ja, wo bist du? Ich bin am Beim Spawn. Kanonier. Ich bin am Spawn. Ich bin bei minus 36 plus 48. Ich habe noch eine zweite Koordinate für den Kanonier, aber
Da waren wir eben schon. Da waren wir eben schon. Eben? Naja, eben nicht. Da waren wir... Also das ist ja natürlich schon hier ein ganz schön geiler Berg, muss man sagen. Ich glaube, die Koordinaten vom Kanonier können wir löschen, weil nämlich... Kannst du noch mal kurz auf mich warten? Unterwegs. Die Koordinaten vom Kanonier können wir löschen, weil da steht nämlich, dass er die falschen Koordinaten genommen hat. So. Nicht ernsthaft, oder? Doch. Glaub's. Glaub, jetzt fängt's an. So, wir müssen ja eh nach Westen. Nein, stopp, warte bitte mal auf mich. Ich weiß doch deine Koordinaten sonst nicht mehr. Mann, bitte. Warte. Kann's doch ohne mich nicht weitergehen. Ganz ehrlich mal. Ja, du musst dich ein bisschen beeilen, gell? Ich bin schon bei minus 120. Ich suche gerade eine Stelle, wo ich 20 Felder mal in die Tiefe springen kann. 20 Felder, ach so. Ah, ja. Also minus 40, oder was hast du gesagt? Minus 40 und... Ah. Ausrutschgefahr habe ich gekriegt. Okay, was hast du denn gemacht? Ja, ich bin gestorben. Bist am Spawn. Ich bin jetzt am Spawn. Oh, Mann, 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 wo bist du? Ach da. Steckt er sich. Hallo. So, wir müssen nach Westen. Westen. Und das können wir doch gerade mal mit unserem neuen Vulkano-Pferd machen, oder? Ja, gerne. Alter, was ist das für ein Pferd? Das ist ja ewig schnell. Ich guck mir jetzt mal an, wie das aussieht. Schau es doch einfach bei mir an. Ja, es geht besser, weil... Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Okay. Screenshot gemacht. Jetzt ein Foto gemacht. Ach, Mann. Junge! Oh, der ist ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, darum muss ich auf ihn warten. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal wieder übersetzen. Das machen wir wieder im Wasser. Jetzt mal gucken, ob das jetzt geht mit diesem Boot. Bei mir noch nicht. Diesmal hat es gut funktioniert mit dem Boot. Stand da, wir müssen in den Westen, gell? Hast du gesagt. Hey, was hast du denn da gelesen in deinem... Was hat denn der gesagt? Ganz weit im Westen in den Tempel gehen, oder? Ja. Gut. Aber ich dachte, das ist schon der Tempel gewesen. Oder was denkst du? Was war das denn hier gewesen? Das war diese Stadt. Ja. Was sagt denn meine Karte? Ja, du Glücklicher, hast gerade eine Karte, Mann. Meinst du, wie mich das aufregt? Oh, man. Ja, wir fahren einfach mal ein Stück nach Westen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Westen noch was gibt, oder... Okay, das schaut voll geil aus, wenn bei mir die Chunks nachladen. Schau mal nach unten ins Meer. Da ist ein Turm. Sollen wir da mal hintauchen? Weiß nicht. Wir haben keine Tränke. Das ist kein Turm. Da aber so Arus wieder hoch. Da hinten ist irgendwie ein Boot oder was? Da sind zwei Boote. Hä? Warum sind da zwei Boote? Können doch... Wo bist du? Ich bin in dieses Ding unten reingetaucht. Das scheint auch ein Boot zu sein. Eine Ruine von einem Boot oder sowas. Also so ein Wrack von einem Boot. Wenn ich unter Wasser mehr sehen könnte, wäre es auch leichter. Ja, ich habe jetzt auch... echte Probleme hier was zu sehen, aber das stand ja als Errungenschaft, man soll
das Gold in dem untergegangenen Boot finden? Flugzeug. Stimmt, es war ein Flugzeug, war gar kein Boot. Du immer sagst, komm mal wieder hoch, bitte. Ich ja, ich versuche es gerade. Hoffentlich funktioniert es. Hey, überall deine Luftbläschen noch, hier bist du. Gerade noch so geschafft. Ich habe noch zwei. Oh Mann, ist das unfair. So, ich weiß nicht, übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob wir weiter nach Westen fahren sollen. Fahren wir einfach mal. Wie lang geht jetzt eigentlich schon wieder diese Aufnahme? 11 Minuten. Und hier endet die Welt. Nicht dein Ernst. Doch, mein Boot schwimmt weg. Ach nö. Das ist mein Boot. Aber das schwimmt auch weg. So, okay. Aber wo könnte das jetzt sein? Also wir haben natürlich jetzt, ich meine, die letzte Anweisung wäre gewesen, wir sollen nach Westen gehen. Warte mal, ich gucke nochmal ins Buch. Da war das der Drachenkenner? Nee, der Drachenkenner war es nicht. Finde Hinweise im Feuertempel weit westlich der Höhle. Der Feuer aus dem Spiel geflogen. Der Feuertempel könnte doch... Dann komm wieder rein. Kannst du nicht einfach rausgehen? Bin ich rausgegangen. Ich bin rausgeflogen. Ach, aber ich kann auch nicht mehr connecten. Das sagst du jetzt nur so. Nö. Ich schick dir einen Screenshot. Ich warte auf dich. Du wartest auf mich. Ah, jetzt. Nein. You're already logged onto the server. Du musst das Spiel einmal schließen und einmal neu machen. Wo ist der Gestrandete? Bei dir gerade was geklingelt? Ja, das ist dieses mysteriöse Ding-Dong-Geräusch, was wir in diesem Raum haben. Irgendwas macht hier Ding-Dong, aber der Sound ist so kurz und taucht nie zur gleichen Zeit auf, dass wir einfach nicht sagen können, was hier Ding-Dong macht. Keine Ahnung. Ich glaube, der Feuertempel ist da, wo wir eben vorbeigefahren sind. Wo alles gebrannt hat. Der Server hakelt auch gerade ein bisschen. So, dann mal schauen, ob ich drauf komme. Oh ja, ich bin drauf. Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Und wo ist Sandrik jetzt hin? Könnt kotzen. Jetzt ist er schon wieder verschwunden. Sandrik. Ja. Sandrik, ja. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Ja, hier, wo? In Minecraft. Also hier, wo ich jetzt gerade reite. Oh. Ja, wo reitest du denn, Mann? Oh. Wo bei bist du denn? Sag 600, mir mal deine Kunden. Bei minus 600 plus 200. Oh nö. Ich glaub's, Alter. Aber ich kann auch zum Spawn kommen. Von da aus können wir dann nochmal versuchen, ob wir diese brennende Insel wiederfinden, weil ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo die war. Okay, wir machen jetzt einfach mal slash spawn, okay? Ja, aber bist du denn auch auf meinem Server? Keine Ahnung, werde ich jetzt gleich merken. So. Die Aufnahme läuft noch, oder? Ja. Gut. Ich bin auf dem Server 19. Ah, 2001. Ich bin auf dem Server 5, dann komme ich mal wieder. S19. Okay. Spawn. Nein, nicht spawn. Ich backe in meinem Boot rum. Was ist denn das? Bitte. Ich backe in meinem Boot rum.
Hier hat jemand deinen alten Skin. Wo? Ach so. Das sind die Standard-Minecraft-Skins. Die sind scheiße. So, hier liegt ein Flugzeug im Wasser. Und da hieß es doch, wir sollen da Gold finden, oder? Ja, genau. Aber hier ist kein Gold, nirgends. Nada, null. Na, da liegt dieses Flugzeug. Sollen wir mal hintauchen, oder was? Ich schwimm lieber, weil ich muss noch diese Errungenschaft 500 Meter erreichen. Was war eigentlich diese Errungenschaft ausgerutscht? Ja, ich bin halt abgestürzt und gestorben. Ich hab die 500 Meter jetzt auch erreicht. Ja! Ach, du bist gesprungen von dem Berg, bist abgestürzt und dann hast du das erhalten, oder was? Ja. Okay. Creepy. Little bit creepy. Vor allem liegt hier ja mal so ein Teil vom Flugzeug im Wasser, ne? Hier unten. Ach, hier geht's rein. Und ich such da und irgendwo den Eingang und was. Alter, nee, es gibt's doch jetzt nicht. Hier ist Gold. Hier sind Golderz. Ja, da ist Golderz, aber du kannst leider kein Golderz abbauen. Dann... Doch, jetzt habe ich es bekommen. Was? Ich habe vorhin versucht, das abzubauen. Das hat nicht funktioniert. Und wir haben jetzt Rechtsklick machen müssen. Oh Mann, nee. So, dann machen wir auch gleich... Ich gehe zum Angler. Machen wir auch gleich die nächste Errungenschaft. Der Dominik geht zum Angler, ich gehe zum Fischer. Der heißt Angler. Schwimmst du zurück? Ja. Ach Mann, bist du altmodisch. Der ist bei mir Angler. So, hätte ich. Angel. Ich hab ne Angel. Aber ich hab kein Ding bekommen. Aber ich angel jetzt mal ein bisschen. So, wir haben die... Es gibt ja verschiedene Errungenschaften. Wir müssen insgesamt 32 Fische fangen. Guten Tag. Na, viel Spaß. Chibom. Aber ich schätze mal, die 32 Fische fangen machen wir mal im Offline, oder? Aber ich habe Lederstiefel bekommen. Ich habe Lederstiefel geangelt. Und dann habe ich die Errungenschaft, schmeckt nach Stiefel erhalten. Es gibt irgendwie einen Trick, man muss glaube ich nur gedrückt halten und dann bekommt man, wie war das denn nochmal gewesen? Es gibt irgendwie einen Trick beim Fischen. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Wo bist du denn? Wo angelst du? Ach, da drüben, mein Freundchen. Der angelt da genau, drüben. Ich stehe genau neben dir. Es ist echt erstaunlich, ja, ich hab aber dass du mich geschaut. Nicht siehst. Ja? Ich bin's halt nicht gewohnt, wenn so viele sind und dann sagt man, oh, wo bist bla, du? Bla, bla, bla. Du bist da oder bla. Da. Bla. 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 So. Ein wo Fisch, wir ja gerade so ein kleines bisschen Ruhe hier haben und keine Fische anbeißen, ist doch eine gute Zeit, gerade mal einen Schluck vom Tee zu trinken. Ja, mach das mal. Ich habe schon 3% von den 32 Fischen gefangen. 2 Fische. Nein. Eine. Ach Mann, ich bin nicht so gut im Rechnen. In Mathematik. Das ist schlecht. Bin ich so gut in Mathe und bin in der 8. Ich war immer super in Mathe. Mathe. Aber dafür war ich schlecht in Deutsch. Was ist Deutsch? Alter, der bekommt so schnell 2 hintereinander. Das gibt's doch nicht. 2 Fische habe ich jetzt schon. Ja, ich habe 6% also 10... schon zusammen. Vielen Dank auch. Heißt also bitte, wie viele Fische auf Deutsch mal? 2. Ich habe einen Kugelfisch. Wollen wir uns Tränke machen? Du. Aber andere sind echt so blöd und schmeißen ihre Lederstiefel weg. Das kann ich gar nicht verstehen. Sag mal, hast du jetzt eigentlich Sky Factory zum Laufen gebracht? Nein. Oh nein, ich habe zu früh gedrückt. Haben wir doch gesagt, nein. Hast du gestern schon gefragt.
Ich brauche noch ein Folgenfoto, wenn wir natürlich jetzt hier die ganze Zeit am Angeln sind. Hallo. Mache ich jetzt mal so ein Folgenfoto. Hallo. Sieht sowieso episch aus, wo alle hier am Angeln sind. Ja, natürlich. Epic. Drei Fische, ein Kugelfisch und einmal Lederstiefel. Ja. Jetzt lecker machen wir Nachtangeln. Was kriegst du denn Fisch? Jetzt habe ich gedacht, der schwimmt zu mir. André, klau mir nicht die Fische. Ganz ehrlich mal, das gehört sich nicht. Sind wir eigentlich noch in unserem Aufnahme-TS oder sind wir rausgeflogen? Was? Aus dem Aufnahme... Du meinst dem TS? Aufnahme-Staff only? Ja, sind wir noch. Wir haben ja extra so einen Aufnahme-Channel gemacht. Genau, da kann keiner rein. Außer die, die das Passwort kennen. Außer die, die Server-Admins sind und die ab und zu reinkommen und dann lautstark rufen, Hallo, ich bin da! Oder so, ja. Haben wir nämlich Spezialisten für. Wen zum Beispiel? Zilaron. Ja. Ja. Moment mal, seit wann ist Zilaron? Okay. Zilaron ist schon so lange dabei. Der ist länger dabei wie Hale. Hale ist jetzt seit einem Jahr dabei. Der spielt auch erst Minecraft seit einem Jahr. Okay. Das spiele ja ich schon länger. Und der Hale wollte am Anfang gar nicht, der hat nur Vanilla gespielt, der wollte gar nicht mit so Mods und neuem Zeug. Und jetzt liebt das, ne? Und jetzt hat er ja keinen Bock mehr, die 1.8er-Version zu spielen, weil ihm das zu langweilig ist ohne Technik und so. Es gibt übrigens schon 3 Stimmen für unsere 1.8-Umfrage, ob wir Kommandoblöcke benutzen sollen. Ja, gut. Einen habe ich gestern Abend schon gesehen. Ja, gut. Ja. Aber das ist jetzt ein bisschen langweilig. Wir sollten vielleicht nochmal gucken, dass wir noch diesen Tempel finden. Und ich glaube, der ist da, wo eben alles verbrannt war, oder? Kann sein. So, ich habe noch einen Fisch gefangen. Jetzt lass uns mal losdüsen. Moment, ich will auch noch einen Fisch. Kann man eigentlich laufen und angeln gleichzeitig? Ein bisschen. Oh, jetzt können wir. Angle und laufe gleichzeitig. Hey, das ist doch ein Spaß. Aber irgendwann wird die Angelschnur zu. Dings. Oh, schade, jetzt ist sie weg. Oh. Siehst du? Ich bin den Nachbarn. Halt. Nachbarn. Die haben auch ihre Schuhe weggeworfen. Verstehe ich eigentlich gar nicht. So, wir nehmen, glaube ich, unser Pferdchen, ha? Unser Vulcano. Ah, Vulcano. Alter, wie der gerade geschaut hat. Man kann eigentlich auch vom Pferd aus angeln. Aber das ist ganz komisch. Ah nein, das Pferd geht unter. Wo waren wir denn eben gewesen, wo diese brennende Insel war? Weil wir sind ja hier. Du wolltest. Du warst auf dem Weg zum Kanonier und dann haben wir dieses Ding rechts gesehen. Ja. Diese Feuerstelle. Ja. Da hätten wir uns einen Waypoint machen sollen. Ich falle gerade die ganze Zeit ins Wasser. Bleib mal kurz stehen, ich kann dich nicht mehr sehen. Bleib mir weg. Ja, okay, jetzt. Eine gewisse Weite vom Blöcken gerade kann ist dein man Pferd nicht mehr ohne sehen. Dich gekommen. Du standst noch ganz hinten am Horizont, standst du noch alleine rum. Das ist bei mir oft mit. Ja, das ist bei mir oft mit die Boote. Ja, aber ich hab dich hinten stehen sehen. So, okay. Vor allem stehen, ne? Wenn du im Sattel sitzt. Aber diese Bewegung beim Reiten ist total unlogisch hier in Minecraft. Also ganz ehrlich mal. Wir bewegen unsere Hände. Bei der 1.8er Version gibt es ja jetzt auch 2 Hände, gell? Nee, nein, 1.9. 1.9, meine ich doch. Da ist die Insel, ich sehe sie. Ja, ich auch, ja. So. Mein Pferd geht unter. Und wir fahren mal rüber. Aber die Insel ist nicht im Westen, die ist im Norden.
Na komm, wir sind jetzt vom Spawn gekommen, ne? Oh, jetzt bin ich ja gegen diese Dings gegengefahren. Diese Dings gegengefahren? Ja, hier ist eine Sandbank. Ich habe zweimal ans Land fahren müssen, das war jetzt komisch. Schaut hier teilweise aus, wie wenn so ein Krater wie wenn es so ein Krater wäre. Oh. Ach nee, ist keine Lava. Ist Glowstone. Wollte gerade sagen, oh, alles voll mit Lava. Was ist gar nicht wahr? Eine neutrale Person kommt auf den Server. Nein, ich brenne. Ich weiß gar nicht, ob das eben eine Aufnahme war, wo ich gesagt habe, sieht aus, ob das Nässe hier eingebrochen ist. Das war in der Aufnahme, glaube ich. Ja, also hier. Schlage mich gerade nach oben durch. Bin oben. Und ich sehe nichts Besonderes. Alter, der verfolgt uns. Dieser Buschbirn 3, der verfolgt uns gerade. Der war vorhin schon am Spawn hinter uns her. Boah, der ist unheimlich. Wie so ein Bodyguard. Ja, du hast immer so Leute, die dir hinterherlaufen, weil die glauben, sie können bei dir was abgucken. Oh. Ja, ich bin gerade auch schon in Feuer gelaufen. Aber da unten gibt es noch viel mehr zu sehen. Komm mal da runter. Hier ist eine riesige Schlucht. Alter, schau mal hier runter. Okay. Wollen wir da mal runter? Ich glaube, dass wir vielleicht mal eine Errungenschaft wieder brauchen da unten. Dann schauen wir uns mal an, was hier so zu finden ist in diesem tiefen, tiefen Vulkankrater oder wie soll man es mal benennen, ha? Meteoriteneinschlag. Wenn wir unten sind, mache ich mal einen Wegepunkt, falls wir hier nochmal hin müssen. Weil momentan haben wir, glaube ich, keinen Auftrag, hierher zu gehen. Wirklich. Das ist nicht so ausgeschaut. Und, bekommen wir ein Achievement? Waren wir... Ach, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist was, komm mal mit. Ganz kurz, ich mache einen Wegpunkt, den nennen wir mal Meteor. So. Nein, ich bin in Lava gefallen. Ach nö. Mann. Wo hast du denn was gesehen hier? Ich sehe hier nichts. Hier ist ein Text, hier wo ich stelle, schnell, ich habe nur noch ein halbes Herz. Nein, nein. Ach Mann. Da ist ein Hinweis. Nö, jetzt bin ich... Oh Mann. Gibt's doch nicht. Warum sterbe ich dauernd? Das sieht ganz komisch aus. Hä? Warte, ich komm mal wieder. Du bist aber gar nicht unten gewesen, oder? Doch, da ist ein Hinweis. Ah, hier geht's noch tiefer runter. Da ist ein Obsidian und da bin ich verbrannt. Oder was war's? Ach, zeigt's nicht an, wann ich gestorben bin. Ich habe nur gerade ein paar Probleme, die Insel zu finden, auf der wir waren. Hinweis, dies ist ein Meteoritenkrater. Falls du den Feuertempel suchst, gehst du weiter nach Westen und halte dich leicht südlich. So, und jetzt wartest du. Mann, da verfolgt mich einer. Kann ich gar nicht leiden, wenn mich also, irgendwie verfolgt. Also, hier ist aber ein Tempel drin. Was? Okay. Hier ist ein Tempel, ich sehe ihn. Aber ich Insel nicht mehr. Nein, ich bin verloren. Hä? Was? Okay. Geh weiter nach Westen und halte dich leicht südlich. Okay. Ja, und kannst du noch mal kurz auf mich warten, bitte? Ja. Ich bin schon auf dem Weg, aber irgendwie verfolgt mich da so ein Trottel, die eigentlich gar nicht hinter mir haben will. Buschbirn 3. Nein, der nicht. Der ist hier bei mir, ist der. Ach Mann, wir verfolgen uns doch alle. Aber ich finde irgendwie den Krater nicht mehr. Ich habe ihn mir gemappt. Mal Koordinaten, bitte. Die Folge ist sowieso gleich vorbei. Es macht eigentlich nicht mehr viel Sinn, dass du noch hierher läufst, weil ich jetzt leider ja nach dieser Folge aufhören muss.
weiß nicht, ob ich gar nicht die Flammen ausschlagen? Nee. Halte dich westlich. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Halte dich leicht südlich heißt's. Nee, gehe weiter nach Westen, aber halte dich dabei etwas südlich. Ja, passt doch dann. War gerade hier über. Ach, jetzt habe ich die Insel gefunden. Na, vielleicht machen wir noch ein paar Sekunden länger. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel Zeit. Ich wollte jetzt eigentlich noch diesen Tempel finden. Jetzt habe ich mich angesteckt. Was? Ich brenne. Ich bin doch auch gebrannt und hätte es fast geschafft zum Überleben. Aber dann, ich weiß nicht. Ach so. Bin dann doch gestorben. Mann. So, ich bin auf dem Weg nach unten. Hier geht's nicht höher. Auf dem Weg nach unten. Ich bin auf dem Weg nach unten. Komm nicht rein, bleib oben. Weil wir müssen hier wieder raus. Das. Ja und? Ist doch ganz einfach. Oder bist du zu ungeschickt, wieder rauszukommen? Man kommt hier nicht so leicht raus. Doch. Im Krater schon. So, leider müssen wir jetzt hier aufhören an dieser Stelle, weil ich jetzt los muss. Ach, da drüben kommst du runter, okay. Ja, also durch diese vielen brennenden Stellen hier kannst du nicht jedes Feld nehmen zum Hochlaufen. Na und? Es gibt genug zum Hochlaufen. Bla bla bla. Was? Bla bla bla. Bla 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 bla. Mann. Blöd, Mann. Denn? Du. Wo bist du denn? Ja, ich versuche gerade rauszukommen. Gerade reinzukommen. Ich weiß gar nicht, was du hier drin willst. Wir haben das den Hinweis. Ich brenne schon wieder. Ach komm. Ich weiß auch gar nicht, warum du hier reingegangen bist. Weil ich dachte, wir kriegen ein Achievement dadurch. Ach Mann, ich bin schon wieder verbrannt. So, aber leider müssen wir jetzt aufhören. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich weiß noch nicht, wann ich aufnehme, aber dann wieder zusammen mit dem Dominik. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.